herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inseldenker. Heute, wie unschwer zu erkennen ist, geht es ums Thema Weihnachten, aber etwas anders, als ihr wahrscheinlich denkt. Ich bin eingeladen, zu einem Fest zu gehen, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte, das aber ganz schön viel mit Weihnachten zu tun hat. Und deswegen nehme ich euch jetzt dahin mit. Ja, es ist Nacht und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, seit dem 21. Dezember haben wir den kürzesten Tag und die längste Nacht und jetzt wird es wieder länger. Und das ist der Grund, dass in vielen Kulturen das Wintersonnenwendfest gefeiert wurde, unter anderem auch im Iran. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen nervös. Ich gehe nicht so oft zu Festen, wo ich niemanden kenne. Aber ich glaube, die sind wirklich sehr nett. Und deswegen schaue ich einfach mal, was mich da erwartet. Hallo, hallo, guten Tag. Herzlich willkommen. Das ist die Frau Amin, ja? Und die ganze Familie. Toll. Und ich darf heute mitfeiern? Gerne, Sie sind gerne eingeladen. Das ist toll. Wir feiern die Alda-Nacht. Das ist die längste Nacht des Jahres. Und aha, das feiert man in Orient seit über fast 5000 Jahren. Aus welchen Ländern sind denn heute Menschen hier? Aus Afghanistan, aus Iran, Irak, Albanien, ganz viele deutsche Freunde natürlich. Okay, warum sind das da diese alle Früchte, getrocknete Früchte aus Afghanistan. Mhm. So wie man ein Stück Süßes zum Kaffee oder so Tee nimmt, wir essen in Afghanistan immer getrocknete Früchte. Und die Alda-Nacht auf dem Tisch kommt immer Granatapfel, okay, Apfel, Pistazien. Man sagt, man muss immer ein Lächeln haben, den ganzen Jahr mit Pistazien. Wird das Yalda-Fest von Muslimen gefeiert ausschließlich oder auch von anderen Religionen, wissen Sie das? Von anderen Religionen auch. Es hat nicht nur, also das war ja vor dem Islam. Ja. Und das hat jetzt nicht nur mit Islam zu tun. Ja. Das ist auch Basmati-Reis. Mhm. Das kocht man zu jeden Veranstaltungen in Afghanistan auch in Hochzeiten. Okay. Pistazien geschält, sehr fein geschält und Rosinen und Karotten. Die haben wir in Rosinen. Das sind jetzt die Pistazien. Ja. Wünscht man sich eigentlich was zum Yalda-Fest? Gibt es da sowas wie einen Wunsch? Eben, man kann ja diesen Buch auslesen. Man wünscht sich etwas, macht die Augen zu, sagt Bismillah. Also, dann macht man auf und liest man und dann kann man schauen, wie es. Aber man sagt nicht, wie wir sagen, fröhliche Weihnachten. Man sagt nicht irgendwie. Man sagt Yalda Mubarak. Das heißt? Gratulation zu Yalda. Hey, warum habe ich so einen kleinen Magen, denkst du? Das ist jetzt für mich? Das ist für Sie. Das ist von mir. Ja. Wow. Und aus Irak hat meine Freundin gekocht. Mein Gut, ich habe durch meinen Beruf, komme ich ab und zu mal mit vielen Menschen zusammen. Aber ich staune trotzdem in Riesen, die alle voneinander haben. Super leckeres Essen und ein super nettes Gespräch hatte ich mit Char, gell? Gerne, Char, ja, genau. Es war sehr lecker. Jetzt haben wir heute Yalda-Fest gefeiert. Morgen ist ja für mich Heiligabend und übermorgen Weihnachten. Ja. Feiert ihr das auch oder gar nicht? Also eigentlich feiern wir es nicht, aber da wir jetzt in Deutschland leben, ich habe es jetzt 5-mal mit Freunden, weil ich zu Gast und habe bei denen mitgefeiert. Okay. Läufst du so auch in der Schule rum? Nee. Wo gehst du in die Schule? Westenberg. Okay. Welche Klasse? 10. Also Realschulabschluss. Und was magst du dann machen? Danach bin ich Abitur. Das ist ja immer lustig, bei uns sagt man immer Chai-Tee, dabei heißt ja Chai schon Tee, gell? Ja. Ja, ja. So, jetzt gibt's Nachtisch. Yalda oder Chilena ist ein altes Fest
das aber immer noch im damaligen Persischen Reich gefeiert wird. Dazu gehören Afghanistan, Kurdistan, Aserbaidschan und Tadschikistan. In der Chelev-Nacht oder Yalda-Nacht feiert man den Sieg des Lichts über die Finsternis, weil an diesem Tag die Tage immer länger werden und die Sonne länger scheint. Diese Nacht wurde im iranischen Kulturkreisen als Geburt von Mithra, die Geburt des Lichts, gefeiert. Römische Legionäre brachten diesen Sonnenkult dann auch ins Römische Reich, wo man an der Wintersonnenwende dem Sol Invictus, dem unbesiegbaren Sonnengott, zu Ehren ein großes Fest machte. Die Christen, die begingen den Geburtstag von Jesus ursprünglich am 6. Januar und um dem Ganzen ein bisschen mehr Einheit zu verleihen, hatte der Papst Liberius im Jahr 354 eine sehr gute Idee, indem er nämlich den Geburtstag von Jesus Christus auf die Wintersonnenwende verlegte. Ein taktisch kluger Schachzug, bestehende Gewohnheiten nicht versuchen zu brechen, sondern zu okkupieren. Und insofern ist ganz klar, dass Yalda-Fest die Vorlage für das christliche Weihnachtsfest. Ich bin wieder hier zurück am heimischen Adventskranz und Weihnachtsbaum. Morgen ist Heiligabend. Ein tolles Yalda-Fest mit lieben, netten Leuten, sehr gutem Essen, viel guter Musik und Tanz. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat dieses Video auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann unbedingt abonnieren, liken und kommentieren. Und natürlich da oben das Abo dalassen, nicht vergessen. Ne? Da, über dem Adventskranz. Genau. Und ich wünsche euch natürlich erstmal ein schönes Weihnachtsfest. Und dann sehen wir uns noch einmal in diesem Jahr an Silvester. Bis dann, euer Inseldenker.